Meint ihr, dass man Gott täuschen kann, wie man einen Menschen täuscht? Hiob ringt. Hiob sitzt im Elend und ringt mit seinem Schicksal. Er ringt mit Gott und er ringt mit seinen Freunden, die ihm viele Fragen stellen, viele kluge Ratschläge geben. Seine Freunde sagen, es wird seinen Grund haben, dass Gott dir so viel Elend schickt. Und Hiob richtet mit ihnen, ringt mit ihnen. Meint ihr, man kann Gott täuschen, so wie man Menschen täuscht? Stellt euch doch nicht so groß dar, ihr seid doch auch nicht besser und auch nicht schlechter. Wir Menschen sind von Gott abhängig in allem, was wir tun und sind. Hiobs Erkenntnis, sie konfrontiert uns in diesen Tagen immer wieder, unsere eigene Ohnmacht. Ein kleines Virus, das man nicht sehen kann, es verunsichert uns alle, unseren Umgang miteinander, stellt ganz viele vermeintliche Sicherheiten in Frage. Meint ihr, dass man Gott täuschen kann, wie man einen Menschen täuscht? So fragt Hiob seine Freunde und uns. Hinter diesem Täuschen steckt nicht der Betrug, nicht das Scheinheilige, sondern ich denke eher der Selbstbetrug. Ich mache mir vor, dass ich besser bin, als ich wirklich bin. Ich mache mir vor, dass ich mehr Kräfte habe, als ich wirklich habe. Ich stelle mich vor mir selber als etwas anderes dar, als ich bin. Und selber können wir gut täuschen und die anderen Menschen auch. Gott aber können wir nicht täuschen und müssen wir nicht täuschen. Vor Gott können wir zeigen, was uns Angst macht, unsere Schwäche. Ihm können wir eingestehen, wer wir sind und uns selber auch. Gott können wir nicht täuschen. Und darum ist es gut, wenn wir lernen, dass wir uns auch selber nicht täuschen müssen. Denn Gott liebt uns so, wie wir sind. Er schenkt uns das Leben, so wie wir sind. Wir müssen vor ihm nicht mehr darstellen, als wir sind, im Gegenteil. Wir müssen ihn bitten, schenke du uns Kraft, schenke du uns Hoffnung, begleite du uns. Denn alles, was wir sind, sind wir aus Gottes Güte. Amen. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen, über alles Geld und Gut.
Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, der behält ganz unverletzet einen freien Heldenmut. Der mich bisher hat ernähret und mir manches Glück bescheret, ist und bleibet ewig mein. Der mich wunderbar geführet und noch leitet und regieret, wird fortin mein Helfer sein. Sollt ich mich bemühen um Sachen, die nur Sorg und Unruh machen und ganz unbeständig sind, nein, ich will nach Gütern ringen, die mir wahre Ruhe bringen, die man in der Welt nicht findet. Hoffnung kann das Herz erquicken, was ich wünsche, wird sich schicken, wenn es meinem Gott gefällt. Meine Seele, Leib und Leben hab ich seiner Gnade ergeben und ihm alles heimgestellt. Soll ich hier noch länger leben, will ich ihm nicht widerstreben, ich verlasse mich auf ihn. Ist doch nichts, das lang bestehet, alles Irdische vergehet und fährt wie ein Strom dahin. Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Amen.